Ich sage immer eins, Liebe und Hass sind ganz nah beieinander. Und ich habe ihn gehasst. Also richtig gehasst. Da kann man sich jetzt natürlich als Mutter fragen, welchen Anteil habe ich daran? Bin ich schuld? Bin ich eine schlechte Mutter, dass ich das nicht wahrgenommen habe? Es war Wut, es war Ungläubigkeit, es war Niedergeschlagenheit. Ich sag mal, nach einer Phase von 3-4 Wochen, da bin ich sehr ehrlich, kamen auch Selbstmordgedanken. Man muss Menschen verzeihen können, auch seiner selbst willen. Weil wenn sie immer den Hass mit sich rumtragen, das nützt ihnen persönlich sehr wenig, dem anderen auch nicht. Ich hatte in meinem Herzen, sage ich mal so, wie ein Vulkan, die in mir ganze Zeit gekocht. Und als ich meine Eltern gefunden wieder, ist dieser Vulkan hat mir Ruhe gegeben. Jetzt fühle ich Frieden in meinem Herz. Herzlich willkommen im Nachtcafé. Schön, dass Sie da sind. Dankeschön. Viele Menschen freuen sich ja darauf. Dankeschön. Endlich wieder alte Freunde, die ganze Familie oder auch eine Jugendliebe wiederzusehen. Aber nicht immer gibt's ein Happy End. Und manche Menschen warten auch ein Leben lang vergeblich darauf, manche wirklich wichtige Menschen wiederzusehen. Vom Glück des Wiedersehens, das ist unser Thema heute im Nachtcafé. Und ich freue mich besonders auch auf ihn. Geboren und aufgewachsen in Niederbayern zog es Charles M. Huber vor 4 Jahren in die Heimat seines Vaters. Als die Kinder aus dem Haus waren, hat er seine Zelte in Deutschland abgebrochen und ist alleine in den Senegal ausgewandert. Doch er hatte eines unterschätzt, das Heimweh. So gab es vor wenigen Wochen die Rückkehr und ein emotionales Wiedersehen. Wir freuen uns, dass Sie da sind, Charles M. Huber. Sie, Jasmin und Frank Lenz, fanden ineinander die erste große Liebe, als sie Jugendliche waren. Sie wurden früh Eltern, doch dann folgte eine schmerzhafte Trennung. Nicht ahnend, dass ein Wiedersehen 30 Jahre später sie noch einmal so nah zueinander bringen würde. Wir sind gespannt auf Ihre Geschichte, Jasmin und Frank Lenz. Ein Wiedersehen ist das, was Sie, Bettina, sich seit vielen Jahren am sehnlichsten wünschen. Doch es liegt nicht in Ihrer Hand. Ihr Sohn verschwand aus Ihrem Leben, als er 18 Jahre alt war. Die Gründe für Sie unerklärlich. Seit diesem Kontaktabbruch kämpfen Sie mit der Frage nach dem Warum und der Hoffnung auf ein Wiedersehen. Herzlich willkommen, Bettina. Ihre Lebensgeschichte, Nureddin Edoumi, ist kaum zu glauben. Geboren in Marokko, wurden Sie mit 16 Monaten vor Ihrem Elternhaus entführt und wuchsen bei einer fremden Familie auf, die Sie misshandelte. Mit 15 gelang Ihnen über viele Stationen die Flucht nach Deutschland, wo Sie jahrelang mit Hilfe der Behörden Ihre leibliche Familie suchten. Welches überwältigende Wiedersehen Sie dann in diesem Sommer erlebt haben, davon berichtet Nureddin Edoumi. Herzlich willkommen. Was es bedeutet, im wörtlichen Sinne wiedersehen zu können, das haben Sie erfahren, Reinhard Menze. Als junger Mann haben Sie bei einem Arbeitsunfall das Augenlicht verloren. 35 Jahre später konnten Sie nun dank einer neuen Transplantationstechnik plötzlich wieder sehen. Wie emotional es für Sie war, zum ersten Mal Ihre Frau, Ihre Kinder und Ihre Enkel zu sehen, das erzählt uns Reinhard Menze. Und wir begrüßen Dr. Katharina Ohana in unserer Runde. Die Psychologin und Philosophin weiß, wie emotional das Thema Wiedersehen für die Menschen ist. Abschied, Sehnsucht, Glück, aber auch Schmerz. Denn manches Hoffen auf ein Wiedersehen bleibt unerfüllt. Herzlich willkommen an Frau Ohana und herzlich willkommen an die ganze Runde. Wenn wir über ein Wiedersehen nach vielen Jahren reden, Frau Ohana, mögen Sie Klassen treffen? Jein. Jein. Warum jein? Ja, also zum Teil ist es natürlich sehr interessant, was aus den Leuten geworden ist. Und manchmal ist man auch sehr erschrocken. Und das Interessante ist natürlich, dass es den anderen genauso mit einem selber geht. Und man sieht dann so, wie unterschiedlich das Selbstbild und Fremdbild so ist. Das ist so, also psychologisch interessant, aber teilweise auch schmerzhaft. Ist es nicht auch interessant zu sehen nach vielen Jahren, wie sehen die anderen aus?
wenn man auf so ein Klassentreffen geht? Mein Klassentreffen war natürlich 3 Jahre nach der Schule. Okay, da haben sie sich nicht so sehr geändert. Da ist das noch erkennbar, wer das ist. Ja? Wie war Ihr Klassentreffen? Haben Sie mal eins erlebt, Herr Menzel? Ich habe 2 erlebt. Ja. Ja, ich bin da nicht begeistert. Man ist im Laufe der Zeit ist man auseinandergegangen. Man aus dem Auge, aus dem Sinn heißt es ja im Volksmund. Und aufgrund meiner Erblindung und damals bei beiden Klassentreffen war ich noch blind. Da hat man schon sehr deutlich gespürt, wie schwierig die ehemaligen Mitschülerinnen und Mitschüler mit mir umgehen konnten oder eben nicht umgehen konnten. War kein unbedingtes Erfolgserlebnis. Wenn man nach vielen Jahren wieder Menschen trifft, ist das dann oft auch so ein Abgleich mit einem selbst? Dass ja, man genau. Sich, ja? Dass man sich fragt, wie habe ich mich verändert, in welchen Bereichen bin ich noch der oder die gleiche? Genau, also die anderen spiegeln das eben ganz anders zurück. Und gerade Menschen, die uns aus früher Jugend kennen, die können einem besonders gut zeigen, ob man sich verändert hat oder nicht oder ob man immer noch der gleiche Mensch ist. Es gibt ja diese Vermutung, dass wir natürlich was ganz Tolles Neues sein wollen und dann sehen das die anderen gar nicht so. Und das ist dann sehr irritierend. Herr Huber, es gibt ja viele Formen von Wiedersehen und manchmal stehen Sie auch für Etappen im Leben. Sie haben zum Beispiel vor 4 Jahren Deutschland den Rücken gekehrt und sind in den Senegal ausgewandert. Man muss sagen, in Deutschland kennen Sie sehr viele, auch als Schauspieler zum Beispiel. Ich glaube, 11 Jahre, über 120 Folgen, Der Alte. Viele kennen Sie auch als Politiker. Sie waren 4 Jahre im Bundestag für die CDU zum Beispiel. Aber nicht jeder ist so vertraut mit Ihrem Lebensweg und mit Ihren Hintergründen. Warum sind Sie ausgewandert? Ja, ich bin ausgewandert, weil ich habe einen senegalesischen Familienteil. Mein Vater war ein senegalesischer Diplomat, der hier war, mehr oder weniger im familiären Kontext auf Durchreise. Ich bin ein uneheliches Kind. Und dennoch habe ich irgendwann festgestellt über eine Zeitung, die meine Großmutter unterm Bett gelagert hatte und mir mein Onkel Heinz dann präsentierte, also dass ich eine Familie habe, die im Senegal in der Politik ist. Ja, mein Onkel bzw. Onkel meines Vaters zweiten Grades war Staatspräsident, meine Tante Ministerin. Also in den Senegal zu kehren für mich war jetzt nicht in die Fremde zu gehen. Das hatte schon was Vertrautes. Das hatte was Vertrautes zum einen, weil ich schon lange in den Senegal mehrfach gereist bin. Zum anderen, weil ich im Senegal mehr Familie habe. Ich habe hier noch außer meinen Kindern und mein Enkelkind mittlerweile, was ich vorwegnehmen möchte, so ein großer Grund für meine Rückkehr war. Ja. Aber ja, ich habe außer einer Tante Marianne und der zweiten Tante Marianne und den Onkel Heinz, also hier quasi keine Verwandten mehr. Hingegen im Senegal, wo die Familien auch sehr groß sind und ich bin aus einer doch sehr präsenten Familie. Das war die erste politische Equipe nach der Unabhängigkeit, wo viele Familienmitglieder drin eben waren. Und ja, also da bin ich bekannt mehr aufgrund meines familiären Backgrounds. Natürlich haben viele auch den Alten gesehen, aber ich kam jetzt nicht in die Fremde. Und, also terra incognita war es. Ja, und wenn Sie jetzt diese 4 Jahre mal sehen, Sie haben aber Ihre Kinder angesprochen, Sie haben 4 erwachsene Kinder. Wie oft haben Sie die dann persönlich gesehen in dieser Zeit? Ja, am Anfang ist mir auch der Aufenthalt nicht so schwer gefallen, weil alle Kinder, ich habe einen Sohn, der mittlerweile in New York studiert. Meine Kinder sind mittlerweile alle mit dem Studium fertig. Die sind natürlich alle in den Senegal gekommen und haben mich besucht und wir haben das Land bereist und es war alles wunderschön und fühlte sich alles sehr gut an. Aber nun ist der Senegal doch sehr weit und nachdem die Besuche ausblieben und sie dann in einer, ich sag's einfach mal so, wäre ich in einem europäischen Umfeld gewesen, wäre ich nicht so weit weg. Aber es ist ein ganz anderes kulturelles Umfeld, es ist gesellschaftspolitisch ein ganz anderes Umfeld. Und doch habe ich gemerkt, dass ich doch da irgendwie auch zu Hause bin. Interessant. Und ich bin so hineingeschlüpft dann doch in diese Kultur, woran natürlich auch meine Verwandten dazu beigetragen haben. Und dass ich mein Gedächtnis verloren habe, was meine Erlebnisse
in Deutschland anbelangt. Das ist insofern schade, als wir darüber auch noch ein bisschen was erfahren wollen. Denn ich glaube, Ihren heutigen Weg oder die letzten 4 Jahre kann man auch dann verstehen, wenn man noch mal zurückschaut. Sie haben Ihre Mutter schon angesprochen. In den ersten Jahren sind Sie aber hauptsächlich in Niederbayern bei Ihrer Großmutter aufgewachsen. Wie wichtig war sie für Sie? Naja, meine Großmutter, die trage ich in meiner Brieftasche, ihr Bild. Ah, Ihre Augen leuchten ja, auch? Ja, meine Großmutter war die zentrale Figur und auch die prägende Figur, ich sage es auch mal charakterlich, meiner Person. Und ich muss einfach mal sagen, meiner Großmutter verdanke ich alles. Kann man mal so sagen, ja. Mhm. Weil? Ja, weil sie mir auch Nähe gegeben hat. Sie hat mir Liebe gegeben. Sie hat mir Verständnis gegeben. Mhm. Und ich habe meinen Großvater nicht gekannt. Mein Großvater ist, ich bin ein Kind der Nachkriegszeit, er ist in Stalingrad gefallen. Und meine Mutter, meine Großmutter war Rentnerin in einem kleinen Dorf in Niederbayern. Also es hatte auch einen ökonomischen Punkt, nämlich, dass wir es schwer hatten, durchzukommen. Mein Onkel lebte noch, also mein Onkel Heinz, mit dem ich noch eine Beziehung habe, der lebte noch mit im Haushalt. Und bei uns war Mitte des Monats das Geld von der Rente meines Opas und meiner Großmutter zu Ende. Ich habe bereits mit 4 Jahren angefangen zu arbeiten, auf dem Bauernhof oder bei der Ernte geholfen. Ich war trotz alledem ein glückliches Landkind. Es gab überwiegend gute Leute, es gab auch ein paar schlechte Leute. Aber ich sag, vom Gesamtgefühl habe ich mich als Jugendlich, als Kind natürlich sehr stark mit Niederbayern identifiziert. Also da ist einerseits diese Identifikation mit Niederbayern, mit Ihrer Großmutter. Nun ist Kinderarbeit nicht gerade was wir befördern wollen, aber Sie haben es, glaube ich, trotzdem da ja sich als aufgehoben gefühlt. Sie haben gesagt, Liebe war da. Sie wussten auch, ich habe diesen Vater aus dem Senegal. Aber erst mit 28 haben Sie dann erst mal Ihren Bruder kennengelernt, dann auch Ihren Vater und den Rest der Familie. Sind Sie mit Ihrem Vater zum Beispiel jemals richtig eng zusammengekommen? Haben Sie ein enges Verhältnis gehabt? Ja, mein Vater war auch ein sehr warmherziger, sehr intelligenter Mann. Und unser erstes Zusammentreffen, ich glaube, wir haben uns beide die Peinlichkeit genommen, dass wir nicht in das Detail gegangen sind, ich nicht ihn mit Vorwürfen überschattet habe, obwohl es eine Zeit natürlich gab, wo ich ihn sehr vermisst habe, wo ich gesagt habe, den Kerl, wenn ich treffe, den knöpfe ich mir mal vor und dann wird er sehen, wen er da hinterlassen hat. Ja, aber das war vergessen in dem Moment, wo mich seine Augen angeschaut haben und ich gemerkt habe, dass ja auch Tränen hinter der dicken Brille da irgendwie durchkamen. Und dann habe ich ihn umarmt und es war auch so, ich habe mir gedacht, man muss Menschen verzeihen können, auch seiner selbst willen, weil wenn sie immer den Hass mit sich rumtragen, das nützt ihnen persönlich sehr wenig, dem anderen auch nicht. Und sie nehmen auch ihren Kindern dann den Großvater. Aber das war eine spätere Überlegung, aber es war spontan. War ich beeindruckt von seiner Ruhe, von seiner Weisheit auch. Im Späteren natürlich noch mehr, indem er mich in vielen Dingen auch beraten hat. Erstmal vielen Dank, dass Sie uns so teilhaben lassen. Frau Hanna, wenn wir unsere Identität vervollständigen wollen, macht es da Sinn, sich mit den eigenen Wurzeln so intensiv auch zu beschäftigen? Ja, unbedingt. Also das ist so eine wirkliche typische Suche, Identitätssuche, natürlich mit so spektakulären Eckdaten. Und wir wollen immer wissen, wo wir herkommen, von wem wir was geerbt haben. Hier sind es zwei wirklich komplett verschiedene Kulturkreise, die sich ganz toll anscheinend auch ergänzen. Aber das ist ganz typisch für uns Menschen, diese Identitätssuche, die auch mit dem Alter eigentlich sogar zunimmt. Am Anfang sind wir erstmal da und dann entwickeln wir uns und werden Teenager und Erwachsene und gründen dann vielleicht sogar eine Familie, rutschen in alles rein. Und irgendwann fängt es aber an, diese Hinterfragung, wo komme ich her, von wem habe ich was? Immer verbunden auch so mit dem Sinn des Lebens. Ja? Und dann versuchen wir eben, Leute wiederzufinden, die für uns Bedeutung haben.
Sie haben schon seit 2004 ein Haus im Senegal. Man muss sagen, es sieht echt schön aus, wenn man die Fotos sieht. Direkter Blick aufs Meer und so weiter. Sie leben da schon privilegiert, glaube ich, kann man so sagen. Sie haben dort auch im Senegal eine neue Lebensaufgabe gefunden, also Kindern eine bessere Bildung zu ermöglichen, damit sie auch in ihrem Land was bewegen können. Was genau haben Sie da ins Leben gerufen? Also das ist nicht die, meine berufliche Betätigung. Ich habe das schon abgeschlossen, nachdem ich in den Senegal, also bevor ich in den Senegal gegangen bin. Ich habe zwei Schulen gebaut. Ich habe eine gebaut, die habe ich eingeweiht, wie Barack Obama die Wahl gewonnen hatte. Und ich habe sie auch nach ihm getauft. Und also dann, 2008. Das war ja 2008 und ich weiß das Datum nicht mehr genau, aber ich glaube... Im November. Im November. Ja. Genau. Das muss ich sie auch mal testen. Ich glaube 8, aber ich will mich nicht festlegen. Ja. Ja. Und dann habe ich eine Schule für 1000 Kinder gebaut in Buhr. Kurz darauf, nachdem ich dann quasi ausgewandert, in Anführungszeichen, bin, habe ich den Präsidenten von Senegal beraten. Auch noch? Ja, ja. Also Sie haben da richtig was bewegt. Sie hatten da auch ja, etwas, was Sie dort angetrieben hat, dass Sie gesehen hat, dass das, was Sie dort tun, auch eine Wirkung hat. Jetzt frage ich mich aber, Sie haben gerade mal so angedeutet, ja, Senegal war ja weit weg. Am Anfang waren die, war die Familie noch da, irgendwann dann weniger. Haben Sie irgendwann auch gemerkt, ich vermisse schon was? Ja, das habe ich gemerkt. Aber wie gesagt, ich war auch in einem Arbeitsprozess. Ich bin zwischendurch auch immer nach Europa gekommen und habe natürlich mittlerweile keine Kleinkinder als Kinder, sondern ich habe Kinder, die in Arbeit, die im Studium waren, die auch nicht immer Zeit für mich hatten. Ja, dann war ich trotzdem in Senegal auf der einen Seite sehr auch beschäftigt mit Themen, also auch mit Arbeit. Und ich habe auch gesehen, weil ich bin quasi, wo das schöne Haus am Meer liegt. Ja, das ist für mich schön, aber es ist das Zentrum der Migration, ja, wo auch Leute aus Guinea kommen, um dann von dem Senegal weiter auf die Kanarischen Inseln gehen. Das interessiert mich auch. Sie haben ja privilegiert dort gewohnt. Das war das Land der Wurzeln Ihres Vaters. Ja. Sie sind da nicht aufgewachsen. Haben Sie sich denn als einer von Ihnen gefühlt? Oder war da immer eine Distanz aufgrund Ihrer Privilegien und Ihrer anderen Sozialisation? Na, das ist eine Frage. Wissen Sie, Niederbayern und die Region, wo ich wohne, in der Region der Serra, das sind auch Leute, die Sie genau anschauen. Also wo Sie nicht sofort der Freund aller sind. Und wie Sie richtigerweise gesagt haben, wenn Sie privilegiert sind, haben Sie überall nicht sofort Freunde. Und besonders in dem Umfeld, wo ich mein Haus habe, wo Sie täglich fast, also vor 2 Jahren, also mindestens 3-mal pro Woche Schiffe vorbeifahren sahen, also Fischerboote, wo 100 Leute reingepfercht waren. Manche von denen kannten sie, die haben dann auch gewunken und wir haben uns immer alle angeschaut. Ich habe immer so junge Burschen auf eine Teerunde eingeladen, das tue ich jetzt noch, auch wenn ich weg bin, schicke ich Geld an meine Angestellten und an dann die jungen Burschen, damit die ein Get-Together haben, habe neben dem Haus ein Fitnesscenter gebaut, damit sie nicht auf blöde Gedanken kommen. Aber dann, wenn sie hören, dass, ja, da ist der Ahmed oder ist der Mustafa und so, der war ja noch vor einer Woche hier beim Tee trinken und das Boot ist untergegangen und sie haben dann immer gehört und vom Nachbarort, von diesem und dem Ort, und wenn sie dann wissen, es sind so viele Leute untergegangen. Einmal ist ein Boot gestrandet, unmittelbar vor meinem Haus. Das war leer. Und da wissen sie, dass die Leute alle tot sind. Und dann haben sie sich gesagt, auf der einen Seite die Belastung, das hat sie gedrückt. Zumal sie als Einzelner da auch schwer Lösungen herbeiführen können. Das ist ja auch klar. Und dann haben sie aber auch ihr Enkelkind erwähnt. Das hat sie gezogen. Was war der letzte Push, dass sie dann, wir reden ja über das Glück des Wiedersehens, warum sie wieder nach Deutschland, das ist ja erst ein paar Wochen der Fall, warum sie wieder zurückgekommen sind? Also es war so, ich hatte immer Kontakt über WhatsApp mit meinen Kindern, aber WhatsApp ist nicht die Energie, die man hat, wenn man sich sieht, umarmt und so weiter und so fort. Und dann habe ich meinen Enkel kennengelernt und dann, ich sage, meine Oma hat immer gesagt,
Buh, auf Bayerisch, du bist wieder Opa. Schau dich nur an, ja, wie du bist, wie du dich gibst. Und dann sehe ich meinen Enkel und ich habe schon gesehen, dass der Enkel auch irgendwie Elemente von mir hat. Die kleinen Hände und so weiter und so fort und einfach die ganze Ausstrahlung. Und dann bin ich zurück in den Senegal. Ich kam wieder und habe mir gedacht, Mensch, erkennt mich dieser Enkel noch? Und dann kam der auf mich zu und sagte, Opa. Und klammerte sich an mein Bein, er will hochgehoben. Und da, ja, das ist dann schwierig zu sagen, ich sehe meinen Enkel nur einmal im Jahr. Also ich wollte auch, dass mein Enkel mit seinem Großvater aufwächst. Und würden Sie jetzt sagen, werden Sie in Zukunft dann ein Pendler sein zwischen den Welten? Oder würden Sie jetzt sagen, jetzt ist Ihre Heimat wieder hier Deutschland und Sie bleiben jetzt hauptsächlich hier? Deutschland war immer auch meine Heimat. Ja. Auch der Senegal ist mittlerweile meine Heimat. Ich werde sicher Senegal nicht den Rücken kehren. Das ist ein wunderschönes Land und charmante Leute. Und es ist ein sicheres Land. Und der Berliner Winter ist weniger attraktiv als der Winter im Senegal. Aber ich werde mehr Zeit hier verbringen. Und ich habe mir hier auch in Berlin, ich hatte vorher zum Teil die Wohnung vergeben. Ich habe gesagt, wir haben jetzt immer einen Teil einer Wohnung, wo jeder kommen kann. Mein anderer Sohn ist mittlerweile nach Kenia gereist, um für eine Firma einen Standort aufzubauen. Also auch meine Kinder sind mobil. Ja, ich kann die nicht zusammenhalten, aber ich musste ein Zentrum schaffen, ein inneres Zentrum für uns alle und auch inklusive meiner. Und ich will auch meine Kinder näher bei mir haben. Das verstehe ich total. Es ist erst ein paar Wochen her, dass Sie wieder da sind. Ich glaube, man kann immer noch sagen, willkommen zurück. Vielen Dank. Frau Ohana, eins interessiert mich noch. Sie haben gesagt, Sie hatten immer diese beiden Heimaten. Ist das nicht, früher hat man gesagt, man wächst an einem Ort auf und da bleibt man. Haben nicht viele von uns mittlerweile mehrere Heimaten in uns? Ja, auf jeden Fall. Also da ist ja schon von Niederbayern nach Berlin, ist ja schon spektakulär. Ja. Ja. Aber dann kommt noch der Senegal dazu. Ja, das glaube ich sofort. Und das sind wirklich Dinge, die eben durch die Globalisierung passieren. Das kann zum Teil sehr herausfordernd sein, aber es kann eben auch eine Bereicherung sein. Wir müssen uns darauf einlassen, fremde Kulturen, Kulturen, die mit uns was zu tun haben, wo wir aber gar nicht groß geworden sind, wie in dem Fall, kennenzulernen, das zu mischen und dann für uns sozusagen ein inneres Zentrum, fand ich sehr schön, das Bild mit der Wohnung, zu finden. Dann gibt es ja Ihre Kinder und Enkel, die ja auch wieder diese ganzen Wurzeln haben und die auch diese Aufgabe mitbekommen haben, welcher Anteil ist jetzt niederbayerisch, welcher ist berlinerisch, welcher ist aus dem Senegal und sich darin zu sortieren. Und das ist eigentlich eine Herausforderung, die wir immer wieder haben. Wir verändern uns, wenn wir älter werden, das Leben verändert sich. Wir müssen uns immer an die Zeitalter in unserem Leben gewöhnen und da findet sich das auch wieder, dass dann so verschiedene Wurzeln auf einmal wichtig werden. Sie haben ja irgendwann in Ihrem Leben ganz überraschend einen Teil Ihrer Familie gefunden. Sie, Bettina, haben eher etwas Gegenteiliges erlebt, etwas, das sich kein Vater, keine Mutter wünscht. Als Ihr Sohn 18 war, ich glaube 18,5, hat er den Kontakt abgebrochen. Wenn Sie zurückdenken, wann und wie haben Sie gemerkt, er ist weg? Also, wir haben, er und ich, in einer Wohnung gelebt. Ja. Wir hatten jeder seinen Alltag, er mit der Schule, ich mit der Arbeit. Und mit 18 ist es normal, dass man jetzt nicht ständig weiß, wo sein Kind ist, was es macht. Man lässt ihm Freiheiten, man hat Möglichkeiten zu kommunizieren, Handy, WhatsApp und so weiter. Und es gab eine kurze Phase, wo normal, er ist groß, er weiß, wie es funktioniert, wir haben unseren Rhythmus. Und dann ist es ganz schnell gekippt, wo mir bewusst wurde, hey, jetzt stimmt irgendwas nicht mehr. Und ich bin dann auch mal in den Keller gegangen und der große Koffer war weg. Und das Kind war einfach weg. Das war einfach weg? Das Kind war weg. Ich habe den angeschrieben über WhatsApp. Er ging ja auch noch in die Schule. Ich habe keine Antworten gekriegt.
Ich wollte Dinge regeln, ich habe Fragen gefragt. Und es kam ganz am Anfang dann noch so ein sporadisches, ja, schreib mir nicht mehr und weg. Wie lange ist das her? 8 Jahre. 8 Jahre. Wenn Sie zurückdenken, auch um das noch mal mehr zu verstehen, wie war Ihr Verhältnis zu Ihrem Sohn? Wie würden Sie das beschreiben? Jeder für sich sehr selbstständig und aber übereinstimmend in dieser Selbstständigkeit. Mhm. Er ist ja ohne seinen Vater aufgewachsen. Wir beide sind so ganz normale Kindheit. Ne? Wie würden Sie Jugend, ihn als Kind beschreiben? So wie, wie war? Mhm. Fröhlich, mhm. Kreativ, sehr selbstständig, wollte schon mit 6 Jahren in unserem Corsa B wohnen. Vorne Küche, hinten Schlafzimmer, hat er mir ständig erklärt, auf jeder Autofahrt. Mhm. Ne? Später wollte er dann so mit 12, hat er davon geträumt, allein im Wald zu wohnen. Also daraus leite ich ab, schon mit einem großen Drang nach Selbstständigkeit, für mhm. sich sein wollen, alles selber regeln wollen. Hat mich auch gefragt, Mama, wie macht man das, wenn man für sich lebt? Da braucht man doch, glaube ich, eine Krankenversicherung. Was kostet denn das? Solche Fragen hat er dann auch später gestellt. Mhm. Ne? Und konnte es auch schwer akzeptieren, dass ich gesagt habe, hey, das ist schwierig zu erklären, unterschiedlich, ne? Mhm. Je nachdem, was man verdient. Und das hat er mir, glaube ich, gar nicht so glauben wollen, hatte ich das Gefühl. Und in der Pubertät, ich meine, da gibt es ja ohnehin immer Konflikte. So. Ja, war bei ihm eher spannungsgeladen, die Pubertät. Spannungsgeladen. Ja, schon, ja. Hat gern Grenzen ausgetestet, mhm. ja. Und dann, wie war das dann? Er wurde ja ein halbes Jahr vorher, bevor er weg ist, ja 18. Hm. Wie haben Sie ihn dann in dieser Zeit wahrgenommen? Sie haben das ja gerade schon mal angedeutet. Ja, das war eine Zeit des Umbruchs. In meinem Leben hat sich viel verändert. Bei ihm, er ist in der Schule quasi dem Schulabschluss entgegengegangen. Er hat viele verschiedene Ideen gehabt. Ich habe die alle ernst genommen. Wir haben Informationen eingeholt. Wir haben auch darüber gesprochen, was man alles ausprobieren kann, wo man überall hingehen kann. Es war klar, dass es okay ist, dass er ein eigenes Leben führt. Also es gibt ja so Mütter, die beschweren sich, dass das Kind mit 28 auszieht und tun dem dann noch die Wäsche waschen, ohne dass das Kind das will. Also von dem Schlag war ich nicht. Mhm. Wir haben auch eine gute Kommunikation darüber gehabt, wer was möchte. Wer wo interessante Punkte im Leben hat, Herausforderungen sieht. Es gab eine gute Kommunikation zwischen uns. Und ich habe das natürlich lange überlegt, war das eine komplette Fehlwahrnehmung? Also dieses Warum, das haben Sie sich schon immer wieder gefragt. Ja, klar. Na klar, ne? Das war keine Fehlwahrnehmung, die Kommunikation war gut. Aber es gab auch einen Teil, den er von mir verborgen hat oder den ich nicht wahrgenommen habe. Mhm. Da kann man sich jetzt natürlich als Mutter fragen, welchen Anteil habe ich daran? Mhm. Bin ich schuld? Bin ich eine schlechte Mutter, dass ich das nicht wahrgenommen habe? Aber es ist ja auch normal, dass sie ein Eigenleben entwickeln. Ne? Aber das heißt, so richtig wissen, warum es passiert ist, wissen Sie eigentlich bis heute nicht. Tappen Sie da immer noch so ein bisschen im Dunkeln? Ich kann es vermuten. Und man kann auch mit therapeutischer Hilfe sich dem annähern. Mhm. Einseitig. Es gibt ja keinerlei Echo. Aber Sie haben es auch nicht kommen sehen. Also das, gar nicht. Das gar, ich hätte es nie gedacht. Nie. Waren Sie dann erst mal, als Sie es realisiert haben, und spätestens mit dem Koffer wussten Sie ja, das ist jetzt kein Zufall, sondern das ist ja ein bewusster Weg. Waren Sie da erst mal geschockt? Oder? Klar. Ja? Klar. Mhm. Und ich hab mich aber auch gefragt, was bringt ihn dazu? Was ist passiert? Was hat ihn so verletzt? Was hat ihn so bewegt? Was findet er so schrecklich? In unserem Leben, es gab ja diese Aspekte, der Schulabschluss kommt, es wird ein beruflicher Weg, welcher auch immer gefunden. Ich habe mich eher gefragt, in welcher Not war er? Was hat ihn so gedrückt, so eine krasse Entscheidung zu treffen? Ich meine, hier sitzen ja einige Eltern in der Runde. Ja? Ich gucke mich nur mal um. Können Sie sich überhaupt vorstellen, was das bedeutet? Sicher, Sie haben alle mal Konflikte mit Kindern erlebt, aber wenn ein Kind sagt, oder gar nichts sagt und ist einfach weg, Herr Menzel? Unvorstellbar, nein. Unvorstellbar. Man kriegt Gänsehaut. Unvorstellbar. Wenn Sie das hören, nun können wir in keinen Einzelfall genau reinschauen. Dafür ist das Nachtcafé ja auch gar nicht da. Aber warum gehen Menschen, warum gehen Kinder ohne ein Wort? Der Wortlosigkeit steckt oft so ein Konflikt. Also einerseits wird die Mutter natürlich geliebt und man will sie irgendwie nicht verletzen. Andererseits will man seiner Wege gehen. Da gibt es übrigens wirklich Grundtemperamente,
sehr, die schon von klein auf, wie Sie beschrieben haben, sehr selbstständig sind. Also das ist so eine Mischung aus Anlage und dann aber sicher eine Abgrenzung. Ja. Und was ich jetzt sehr raushöre, ist wirklich dieses, was habe ich falsch gemacht? Also als wäre ein Fehler drin, auch wenn es sehr schmerzhaft ist. Es ist für ihren Sohn ja ein Weg raus, also etwas, was er machen musste. Und die Wortlosigkeit ist ein bisschen, wie soll ich es erklären? Oft finden die dann auch in dem Alter gar keine Erklärung, weil sie selber gar nicht so genau wissen, was mit ihnen los ist. Und der Grundkonflikt ist sicher dieses, ich liebe meine Mutter, aber ich will eben was mich ganz krass abgrenzen. Und wie soll ich das denn erklären? Vor allem, weil natürlich immer Gegenargumente kämen. Und in unserer christlichen Kultur ist es sehr stark, Ehre Mutter und Vater. Und wir haben nur eine Mutter, nur einen Vater. Und da findet er anscheinend keine Worte für, sich trotzdem abzugrenzen, und geht einfach. Das steckst du dahinter. Das geht uns ja irgendwie unter die Haut. Sie haben auch gesagt, das verursacht Gänsehaut. Mhm. Warum? Eben weil das dieser Erwartung in dieser Gesellschaft nicht entspricht. Also man hält Kontakt zu den Eltern, oder was berührt uns da so emotional? Also der Verlust von Kindern ist somit das Schrecklichste, was man erleben kann. In dem Fall eben durch eine Trennung. Tod wäre natürlich noch viel schlimmer, aber das ist so der Horrorgedanke für alle Eltern. Ich könnte mein Kind auch auf irgendeine Weise verlieren. Das, was man sehr gut sagen kann, dadurch, dass er sehr jung war, seinen eigenen Weg finden wollte, gibt es sehr, sehr große Hoffnung, dass er sich irgendwann wieder melden wird. Das ist ein bisschen wie das, wo er ja in einem fortgeschrittenen Alter seinen Vater im Senegal gesucht hat. Man will sich irgendwann auseinandersetzen. Nur braucht man eine bestimmte Reife und ein eigenes Standing, um zurückzugehen und dem gewachsen zu sein. Und auch den Konflikt, den Sie natürlich mit ihm haben, auch die Wut, die man raushört, und die Enttäuschung und die Selbstzweifel, das will er erst aushalten können. Und das wird natürlich dauern. Wenn es 8 Jahre her ist, er war 18, dann ist er jetzt halt 26. Und es kann wirklich auch noch ein paar Jahre dauern. Aber ganz oft, das kann ich wirklich aus der Erfahrung als Psychologin sagen, kommen die Leute auch zurück. Mhm. Ja. Also ich denke, Sie reden von Schuld, was habe ich falsch gemacht? Ich denke, Sie haben nichts falsch gemacht. Danke. Ich denke, Sie haben einen Sohn mit einem sehr individuellen Charakter. Okay. Ich hatte auch einen Bruder, der ist irgendwann aus Berlin von der Bildfläche verschwunden, ist mein Halbbruder, und war irgendwann in Schweden. Da hat er sich nach Jahren gemeldet, war verheiratet und hatte ein Kind. Mhm. Also ich denke, dass Ihr Sohn ein großes Selbstbewusstsein hat, so wie Sie das auch haben. Ja? Und der glaubt, er kann im Leben auch ohne Sie zurechtkommen und sich eine erste Welt aus seiner Sicht einmal ohne den Kontroll, oder um aus dem Kontrollmodus auszusteigen, seine Welt entdecken will und interpretieren will. Und ich glaube, dass das sich irgendwann meldet. Sie wissen mittlerweile, dass er eine Familie in Schweden hat und so weiter. Sie wissen das ja noch nicht. Ist es aber richtig, dass er sich ab und zu bei Ihrer Mutter gemeldet hat? Ja, er hat auch irgendwann mal dann geäußert, die ganze Familie ist eigentlich d'accord für ihn, aber mit mir sei das schwierig, also mich will er nicht treffen. Da ist dann ein Jahr, nachdem er verschwunden war, hat sich mein Stiefvater, der neue Partner meiner Mutter, er lag im Sterben, und da hat man ihn informiert, und da war er sogar da. Ich war auch in der Nähe da. Wir haben uns nicht getroffen. Ne? Das war auch eine ganz komische Szene. Und meine Mutter ist dann 2 Jahre später auch verstorben, und dann ist es ganz abgerissen. Also seit zwei Jahren wissen Sie gar nichts, ob er in Deutschland... Nee, meine Mutter ist 2017 gestorben. Ah, also, okay. Und das ist schon eine ganze Weile her. Ja. Das war dann nochmal so Entzug von dem letzten Entfernten. Mhm. Also ich wusste über meine Mutter zumindest, ja, er lebt nicht unter der Brücke, und er kriegt sein Leben irgendwie in den Griff. Das war so das, was ich rauslesen konnte. Also wenn ich dazu noch was sagen darf... Ich glaube, was er schon eben sagte, diese Schuld, diese große Schuld, nach der Sie fragen, wenn Sie die für sich auflösen, sowas passiert dann oft, dann würde er wahrscheinlich sogar eher wiederkommen, weil im Moment würde, also wenn man sich selber das vorstellt, als Kind würde man jetzt ungern konfrontiert mit einer Mutter, die so hadert mit ihrer Schuld, mit dem, was habe ich falsch gemacht, und dann begegnet man der wieder, und dann werden diese ganzen negativen Fragen einen überhäuft. Also man muss neue Bilder dafür finden. Lassen Sie ihn ziehen,
Er ist ein eigener Charakter anscheinend, ein sehr starker Charakter, wenn er so jung so eine Entscheidung trifft. Ja. Und je eher sie mit sich den Frieden finden und ihn ziehen lassen als sehr eigenen Menschen, umso eher würde er wahrscheinlich wieder zurückkommen. Weil so komisch das ist, aber wir fühlen das auch über Distanz und auch, weil wir dann vielleicht noch mit Leuten Kontakt haben, die das erzählen oder wiedergeben. Und wenn sie so einen Frieden damit machen, wäre für ihn auf jeden Fall das Zurückkehren der Kontakt einfacher. Man muss vielleicht auch weiter erzählen, also das war der Anfangszustand. Ne? Ich habe mich in die Richtung zum Glück bereits weiterentwickelt. Sind weil auch in Therapie? Ja, genau. Also das war ganz wichtig für mich, therapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Weil genau das eingetreten ist, was Sie so schön beschrieben haben. Man muss irgendwann mal seinen Frieden machen mit der ganzen Sache. Es bringt mir nichts, es bringt ihm nichts, es zerreißt mich nur, ich kann nicht mehr nach vorne gucken. Und das habe ich mit Hilfe dann auch geschafft, zu kriegen, diese Position. Ne? Wo stehen Sie denn heute, wenn Sie an ihn denken? Sind Sie wütend? Sind Sie traurig? Wo stehen Sie da im Moment? Also ich habe ganz lange gebraucht, um Wut überhaupt zulassen zu können. Und heute sage ich, ich spüre diese Verbindung, von der Sie sprechen. Ich denke, es gibt eine Verbindung zwischen uns. Naja, und hoffentlich haben Sie recht. Also ich glaube eines, so ungerechte Konstellation gegenüber Eltern ist oft von Kindern. Die Kinder fordern immer Stärke von den Eltern ein, von der Mutter sowie vom Vater. Und wenn er denkt, wenn er sie so einschätzt, dass er sich um ihr Seelenwohl kümmern müsste, ich glaube, das ist vielleicht ein Punkt, wo er sagt, too much. Das ist too much. Mhm. Wie würden Sie reagieren, wenn er vor der Tür steht? Ich würde mich tierisch freuen. Mhm. Die Tür wäre offen, immer. Mhm. Gehen Sie manchmal durch die Straßen und überlegen, würde ich ihn überhaupt noch erkennen nach 8 Jahren? Denke ich auch manchmal, aber würde ich mal vertrauen, das klappt. Und was, ich meine, Sie gehen nach draußen. Viele Menschen reden in dieser Situation gar nicht. Was würden Sie Eltern mitgeben, die Ähnliches erleben, nach dem Weg, den Sie jetzt schon 8 Jahre gegangen sind? Ehrlicherweise, das, was hier die beiden gesagt haben, das trifft es nämlich wirklich völlig. Und auch wichtig zu wissen, ihr seid nicht allein. Als es eingetreten ist vor 8 Jahren, was macht man? Internet. Was ist es? Was gibt's da? Wo ist Hilfe? Gibt's ein Buch? Gibt's eine Webseite? Kann man irgendwo einen Test durchklicken? Was man halt so probiert, um sich zu helfen. Und da war nahezu Ödland. Inzwischen habe ich selber anhand von den Zahlen, die man so hier und da aufschnappt, kann man sich ja selber herrechnen. Wenn im Jahr 100.000 Kinder offensichtlich den Kontakt abbrechen, sagt der Vertreter einer Krankenkasse. Ja gut, der wird sich ja auch auf irgendwas stützen. Dann guckt man schnell nach, wie viele Eltern gibt es denn, Paare und Alleinerziehende. Dann kann man sich ausrechnen, ungefähr jeder 150. der Eltern ist davon betroffen. Und Sie haben jetzt wieder sowas erzählt. Das gibt's ganz oft und das war mir damals nicht bewusst. Ich dachte, ich bin die Einzige auf der Welt, der das passiert. Und das war natürlich schrecklich. Und es liegt auch daran, weil sehr wenige darüber reden. Sie haben das hier im Nachtcafé getan und deshalb vielen Dank dafür. Danke schön. Auch Sie, Herr Edoumi, haben in Ihrem Leben eigentlich ein unglaubliches Auf und Ab erlebt. Sie waren 16 Monate übrigens gekrönt von einem tollen Wiedersehen, das will ich auch erstmal sagen, und das darf ich schon verraten. Aber als Sie 16 Monate waren, wurden Sie entführt vor Ihrem Elternhaus. Sie wurden verschleppt, an eine andere Familie verkauft. Wie wurden Sie in dieser Familie behandelt? Grausam. Grauenhaft? Ja. Was heißt das? Misshandlungen, die schlagen mich. Ich wurde bestraft quasi für Sachen, was ich nicht getan habe. Gab es auch noch andere Kinder in dieser Familie? Ja. Wie wurden die behandelt? Besser als ich. Besser? Ja. Haben Sie sich dann als Kind gefragt, Mensch, das sind doch, Sie haben ja gedacht, das sind Ihre Eltern. Ja, das habe ich mir gedacht. Warum behandeln Sie diese Kinder so? Warum behandeln Sie mich so schlecht? Ja, diese Frage habe ich mir oft gestellt, aber trotzdem war keine Lösung. Trotzdem würde ich geschlagen. Ich durfte zum Beispiel keine Schule besuchen. Ich wusste natürlich auch damals, warum. Also ich wusste das nicht, warum. Heutzutage weiß ich das, warum. Und wie gesagt, das war das Schlimmste für mich. Wie lange ging das? Wie viele Jahre? Bis meinem 50. Jahr.
In welcher Situation haben Sie dann erfahren, dass die Eltern, von denen Sie dachten, das sind Ihre Eltern, gar nicht Ihre leiblichen Eltern sind? Ja, da waren viele Nachbarn von uns. Mhm. Die sind so quasi zu meinen Eltern damals gekommen. Also quasi zu meiner Adoptivalter, sage ich mal jetzt. Mhm. Und dann haben die gefragt, warum schlägt ihr ihm und warum wird ihr so bestraft und warum tut ihr ihm das? Und irgendwann ist ein Mann, also ein Nachbar von uns, der hat mir auch geholfen, wegzulaufen, so finanziell und so weiter. Und dann bin ich abgehauen. Und der hat Ihnen gesagt, das sind nicht deine Eltern. Wie war das, als Sie das gehört haben? War das ein Schock oder eher eine Erleichterung, dass Sie... Erleichterung auch. Ja. Aber weil ich oft bestraft, also von denen, war mir schon klar, das sind nicht meine Eltern. Ah, die hatten schon eine Ahnung. Ja. Dieses als Kind in einer falschen Familie aufzuwachsen, ist das so eine Urangst eigentlich, die viele von uns... Ja, das findet man ganz oft in Märchen, dieses Stiefeltern, Stiefmütter, die nicht nett zu einem sind. Das ist so ein wirklich so archaisches Bild. Ja? Ich bin ein Kuckuckskind, ich gehöre hier eigentlich nicht hin. Manche Kinder haben das auch, obwohl sie wirklich die leiblichen Kinder sind. Aber irgendwas passt da in der Familie nicht. Und dann fokussiert sich alles auf das eine Kind, auf das man alles ablehnt. Genau, also wir haben diese Blitzableiterkinder ganz oft in Familien. Mhm. Manchmal erklärt sich das dadurch, dass sie nicht die richtigen Kinder sind oder dass der Vater nicht der richtige Vater ist. Und das Kind weiß das nicht, aber es bekommt dann alles ab. Es ist das schwarze Schaf, das berühmte schwarze Schaf in der Familie. Und dadurch sortiert sich alles. Also die Spannungen werden abgelassen an einem und die anderen sind die Lieben und halten zusammen. Und immer ist einer an einem schuld. Das ist leider eine Psychodynamik, die ist furchtbar für die Betroffenen und stabilisiert oft dann den Rest der Familie. Und wenn das schwarze Schaf dann weggeht, kriegt die Familie ein großes Problem auch hinten dran. Das erleben wir oft. Und Sie haben gesagt, ein Nachbar hat Ihnen dann Geld gegeben, damit Sie da weg können? Ja. Ja, so war das, genau. Und dann sind Sie über Spanien, da haben Sie auch eine Zeit gelebt. Richtig. Über Frankreich, dann 2012 nach Deutschland in die Eifel gekommen. Haben Sie, als Sie da Ihre Geschichte, ich glaube, Sie hatten keine Papiere, haben die Menschen in Deutschland Ihnen diese Geschichte gleich geglaubt? Der Erste, der mir die geglaubt, ist Hermann Mertens. Und der ist heute hier. Erstmal herzlich willkommen. Herr Mertens, Sie waren stellvertretender Bürgermeister auch für Asylfragen zuständig damals. Haben Sie es gleich geglaubt oder waren Sie auch erstmal skeptisch? Entführung, die Eltern, die man nicht kennt? Das wusste er ja zunächst nicht. Ja. Wir sind ja gemeinsam davon ausgegangen, dass er nicht bei seinen wirklichen Eltern groß geworden ist. Von Entführung wussten wir damals ja noch nichts. Mhm. Und haben angenommen, dass seine Geburt in Marokko nicht registriert worden sei. Und Sie sind der Sache nachgegangen, das muss man mal sagen. Es wurde dann ein Vertrauensanwalt der Bundesregierung in Marokko eingeschaltet und mit der Suche nach diesen Zieheltern beauftragt. Der hat Sie dann auch gefunden. Die haben da zugegeben, dass es Kidnapping im Spiel war. Und nach einer langen Suche kreuz und quer durch das Atlasgebirge haben sie dann tatsächlich ihre leiblichen Eltern gefunden. Erstmal Respekt an alle Beteiligten, dass das gelungen ist. War das für Sie dann irgendwann mehr als ein Fall, der Ihnen begegnet? Waren Sie dann auch persönlich mit ihm und dem, was Ihnen passiert ist, verbunden? Zunächst habe ich das nicht gemerkt, aber die Geschichte, die er erzählt, die war so absurd, dass sie eigentlich nicht ausgedacht sein konnte. Und er erzählte mir von Stellen, wo er in Andalusien gewesen ist, wo er als Erntehelfer schwarz gearbeitet hat, die ich kannte durch mehrere Urlaubsreisen. Und dann, das macht man dann im Sozialamt so, sie stellen zwei, drei völlig belanglos scheinende Fragen, merkt man sich aber dann gut und stellt ihn nach drei Wochen nochmal. Der Lügner weiß nicht mehr, was er vor drei Wochen erzählt hat. Derjenige, der die Wahrheit erzählt, sehr wohl. So, und dann habe ich mir dann irgendwann gedacht, so, jetzt musst du dich wirklich etwas intensiver darum kümmern und bekam dann von der Kollegin beim Ausländeramt in Aachen den Rat, ich vergesse das nie, die mir wirklich mitleidvoll sagte, ja, merken Sie, sind noch länger dabei als ich. Wenn Sie das wirklich glauben, dann gibt es nur noch eins. Dann müssen Sie gucken, dass Sie einen Vertrauensanwalt der Bundesrepublik Deutschland in Marokko finden, der die Geburt nachträglich registrieren lässt.
Dann habe ich abendelang, auch dort, die Amt hilft Ihnen nicht, die sagen, haben wir nichts mit zu tun, wir kümmern uns um Deutsche in Marokko. Die Botschaft in Rabat, ja, die haben uns gar nicht angehört. Und irgendwann habe ich im Internet diese Liste gefunden. Dann habe ich Nuruddin Islamas ja noch Osama Laut, habe ich ihn gefragt, welchen Anwalt soll man da nehmen? Und glauben Sie mir, Herr Steinberger, als hätte ich das Glücksrad gedreht, habe ich gesagt, den nehmen wir. Und man kann sagen, mit dem Ausgang, dass Ihre Eltern gefunden wurden, auch an Sie, vielen Dank für das Engagement, das Sie da gezeigt haben. Jetzt sagen Sie mir aber eins. Sie sind in dieser Familie groß geworden, die für Sie ganz schlimm war. Sie haben da plötzlich dann gewusst, da gibt's meine leiblichen Eltern. Wie war das? Haben Sie dann mit denen telefoniert? Wie war das erste Mal, als Sie Kontakt hatten? Der Rechtsanwalt hat mich angerufen. Das war ein Abend. Und er sagte mir, ich bin bei deiner Familie. Oh. Und dann hat er mir meinen Vater gegeben am Telefon. Die waren nur am Heulen und ich auch. Ich konnte mich auch nicht mehr beherrschen. Man hat nur geweint. Und nach einer Stunde, ich glaube zwei, drei Stunden später, konnte ich nicht mehr weiter telefonieren, weil mein Handy war gesperrt. Da hatte ich quasi über 1500 Euro telefoniert, über Telekom. Mhm. Und das war gesperrt, dann konnte ich nicht mehr telefonieren. Mhm. Und das ist das schönste Moment, dass ich die Stimme von meiner Mutter und meinem Vater gehört habe. Das ist das Schönste. Es hat dann noch länger gedauert. Sie wollten schon Sie besuchen auch in Marokko. Dann kam die Pandemie, Sie konnten nicht. Jetzt waren Sie aber da, in diesem Sommer. Wie war dann die erste Begegnung mit Ihren Eltern und der Familie? Glücklich und traurig gleichzeitig. Was glücklich, was traurig? Die geben sich Schuld, dass die mich verloren haben. Mhm. Und ich finde das so grausam, wie das ist. Und ich finde das auch schlimm, dass diese Leute, meine Eltern, das angetan haben und mir natürlich auch. Aber natürlich, ich finde, dass das das schönste Moment, dass ich meine Eltern gesehen habe. Mhm. Haben Ihre Eltern denn weiter nach Ihnen gesucht, als Sie dann als Kind plötzlich? Immer. Immer gesucht? Immer. Die haben alles, was die besitzen, alles verkauft. Bis zum letzten Pfennig, sage ich mal auf Deutsch. Und mich gesucht. Was hat das in Ihrer Familie ausgelöst? Waren Sie da manchmal präsenter vielleicht als andere Kinder? Ja. Ja? Ja. Ich bin der Älteste bei meiner Familie. Und als ich da war, die haben quasi mich behandelt wie ein kleiner Junge. Von damals, als die mich verloren haben. Also meine Mutter sagte mir, mein Kleiner, mein Kleins. Ich bin über 30 mittlerweile. So ganz und, klein auch nicht. Ja. Ja. Und das ist schön, dass ich meine Familie gefunden habe. Haben Sie denn sofort gespürt, auch als Sie da waren, das sind meine Eltern, das ist meine Familie? Da hatte ich keinen Zweifel. Ja? Wie war das, als Sie sich dann, wir sehen hier auch noch mal ein Bild mit Ihrer Familie. Ich sehe gerade, Sie waren auch da. Ja. Sie waren dabei. Wie war das dann, als Sie sich verabschiedet haben? Schlimm für mich. Schlimm? Auch für meine Eltern war das schlimm. Ja. Hätten Ihre Eltern Sie gern da behalten? Ja. Ja? Aber natürlich, in Deutschland habe ich auch meinen Beruf. Mhm. Und ich habe auch natürlich meine Familie hier in Deutschland. Ich habe auch meine Frau, meinen Stiefsohn. Und natürlich, ich muss zurück. Sie haben gesagt, Sie haben hier Ihren Beruf. Was machen Sie beruflich? Ich bin Lkw-Fahrer. Lkw-Fahrer. Ja. Und wie sehr sind Sie angekommen? Wie zufrieden sind Sie hier? Wir haben über Heimaten geredet. Wie zufrieden sind Sie? Ich bin sehr, sehr zufrieden. Ja? Ja. Also ist Deutschland Ihre Heimat auch mitgeboren? Ist meine Heimat. Ja? Ja. Mein Zuhause. Mhm. Wie ist das jetzt? Sie waren da. Wie ist seitdem, das war in diesem Sommer, das ist ja noch nicht lange her. Wie ist der Kontakt? Telefonieren Sie?
Ich telefoniere mit meiner Eltern und schreibe fast jeden Tag, über WhatsApp natürlich. Fast jeden Tag? Ja. Mhm. Aber das Leben dort ist sehr schwer. Mhm. Ja. Und wie gesagt, mein Heimat ist Marokko. Mhm. Mein Zuhause ist hier. Mhm. Ja. Und werden Sie wieder Ihre Eltern besuchen oder kommen Ihre... Natürlich, ja? Natürlich. Mhm. Haben Sie eigentlich noch Kontakt zu den Eltern, wo Sie groß geworden sind, also zu diesen Stiefeltern gar nicht mehr? Wollte ich nicht. Mhm. Okay. Kann ich verstehen, ja. Es hat mich interessiert, was aus der Familie geworden ist, ob Sie die Geschichte erfahren haben, ob Sie sich je bei Ihnen entschuldigt haben, aber das ist wahrscheinlich alles nicht aktuell. Ich wollte das nicht mehr, mhm, und ich wollte den auch nicht kontaktieren oder anzeigen zum, mhm, Beispiel. Einfach Strich drunter ziehen, genau, ist besser, ja. Genau, das, ja, wollte ich so. Dann ist gut. Wie ist es denn, wenn Sie das jetzt sehen? Sie haben gesagt, es war schön und es war traurig. Sie haben jetzt da etwas gefunden und man merkt, wie wichtig und bedeutend das für Sie, ja, ist. Auf der anderen Seite fragen Sie sich auch manchmal oder sind Sie traurig darüber, dass über all die Jahre, die Sie eben nicht zusammen jetzt hatten? Natürlich. Hatten? Ja? Natürlich. Ich hatte in meinem Herzen, sage ich mal so, wie ein Vulkan, die in mir die ganze Zeit gekocht. Und als ich meine Eltern gefunden wieder, ist dieser Vulkan, hat mir Ruhe gegeben. Jetzt fühle ich Frieden in meinem Herz. Also ich finde, das ist ganz toll, dieser Satz. Und ich glaube, wir sind alle bei Ihnen und freuen uns unheimlich darüber, dass Sie diesen Frieden auch wirklich gefunden haben. Danke, ja, dass Sie hier sind. Dankeschön. Wir gehen heute wirklich durch ein Wechselbad der Gefühle hier. Herr Menzel, Sie haben nach einem Arbeitsunfall 35 Jahre lang nur noch 1% Sehfähigkeit gehabt. Und ja, dann konnten Sie auf den ersten Blick wie durch ein medizinisches Wunder wieder sehen. Ja. Springen wir aber erstmal zurück in die 80er Jahre. Sie lebten in der DDR, haben Verfahrenstechnik studiert, waren im Chemiekombinat Bitterfeld auch beschäftigt. Ja. Und dann kam der Moment in einer Nachtschicht, der Ihr Leben in ein Vorher und Nachher eingeteilt hat. Was, ja, ist da passiert? Ja, das ist dieser Arbeitsunfall gewesen, in dessen Folge ich letztendlich eine Hornhautverätzung beidseitig erlitten habe mit einem Schweregrad 3-4. Also die Mediziner wissen, dass mehr als 4 geht nicht. Und das war eine Sekundenentscheidung. Und ja. Wie schnell waren Ärzte da? Es war ja eine Nachtschicht. Holen Sie uns mal. Die Ärzte nicht. Ich bin im Labor dort dieses Unternehmens. Sind die Augen zunächst mal gespült worden. Ich denke, das war schon mal ganz, ganz wichtig. Mhm. Wobei ich heute sagen muss, das wusste ich damals nicht annähernd. Die Verätzung erfolgte durch eine hochkonzentrierte Natronlauge. Und Natronlauge neigt dazu, die kann man mit Wasser nicht verdünnen. Natronlauge verseift. Mhm. Ja, bei einer Säure kann man sehr schnell verdünnen. Natronlauge nicht. Und dann hat mich die Feuerwehr in die Augenklinik nach Dessau gefahren, weil das die nächste Klinik war. Ja, und dort begann dann sofort das ganze Prozedere. Die Chefärztin ist dann von zu Hause ausgeholt oder von zu Hause geholt worden. Und dann begann dann im Grunde die Intensivbehandlung. Wie schnell hat Ihr Augenlicht nachgelassen, wenn Sie persönlich an Ihr Empfinden? Also ich meine, es ist jetzt Jahrzehnte her. Ja. Aber ich denke, es war ein Prozess von 3, 4, 5 Monaten, wo das Sehen dann immer schlechter wurde. Sich dann davon verabschieden zu müssen, dass man die Welt, die Menschen, Sie waren ja verheiratet, hatten ein 7-jähriges Kind, eine 7-jährige Tochter, dass man die nicht mehr sehen kann. Wie schwer ist Ihnen das gefallen, das anzunehmen? Ich kann das heute nicht mehr so richtig sagen. Ich weiß eins noch, unmittelbar Tage nach dem Unfall. Es war Wut, es war Ungläubigkeit, es war Niedergeschlagenheit. Ich sag mal, nach einer Phase von 3, 4 Wochen, da bin ich sehr ehrlich, kamen auch Selbstmordgedanken. Mhm. Also, weil für mich war eigentlich das Leben zu Ende, nicht mehr sehen zu können. Das war damals für mich das aller Schlimmste, was man sich überhaupt, man konnte sich es eigentlich gar nicht vorstellen. Mhm. Aber im Laufe der Zeit merkt man dann doch, und das kann ich heute mit Fug und Recht auch sagen,
auch das Leben eines blinden Menschen oder eines hochgradig sehbehinderten Menschen ist ein lohnenswertes Leben. Und ich möchte allen Mut machen, die vielleicht auch durch Krankheit so eine Sehbehinderung erleiden. Das Leben endet nicht damit. Es ist ein schönes, ein abwechslungsreiches Leben. Es ist ein etwas anderes Leben. Ja, es ist ein etwas anderes Leben, aber es ist kein Leben, wo man seinen Kopf in den Sand stecken muss. Beschreiben Sie uns erstmal, wie sieht das Leben aus? 1% Sehrest war ja da. Was heißt das? Was konnten Sie weiterhin wahrnehmen? Ein Oberarzt in Regensburg, nach der Wende dann, hat gesagt, Herr Menzel, dieses 1% ist ein sogenanntes orientierendes Sehen. Mhm. Er hat das so beschrieben, Sie sehen das Licht eines Fensters oder auch das Licht, wenn eine Tür offen ist. Und das beschreibt es eigentlich wunderbar. Viel mehr ist nicht drin. Mhm. Im häuslichen Umfeld, und das ist ein Phänomen, was viele Sehende nicht annähernd einschätzen können, im häuslichen Umfeld gelingt ihnen alles, auch als Blinder. Erzählen Sie, haben Sie es dann anders organisiert? Ja, nicht organisiert, sondern für einen blinden Menschen muss alles über Jahre auf den Zentimeter am selben Platz stehen. Ja. Ob das der Zahnputzbecher ist, ob das die Milch ist, ja, ob das sonst was ist. Und da geht auch nicht, den Staubsauger auf dem Flur abzustellen. Das muss immer seinen selben Platz haben. Und das muss die Familie lernen und damit der Blinde auch. Und dann bin ich traumwanderisch sicher durch das Haus gegangen. Mhm. Jetzt ist es ja auch so, dass man immer wieder hört, dass wenn das Augenlicht an Kraft verliert, dass dann andere Sinne an Kraft gewinnen. War das bei Ihnen ähnlich? Also das Hören, das Riechen? Ja und nein. Ja. Wir haben ja die 5 Sinne. Ja. Ja. Ich konnte deshalb nicht besser riechen. Mhm. Ich konnte auch deshalb nicht besser hören. Und meine Frau sagt, du hast nie gut gehört. Mhm. Was ist nun der Kopf? Was ist der Gedanke? Was ist das? Die Wahrnehmung ist ja kein Sinn. Ja. Diese Wahrnehmung, die verschärft sich unheimlich. Jedes Geräusch, was Sie irgendwo in der Weite, in der Entfernung oder auch dicht hören, wird im Kopf verarbeitet. Was könnte das für ein Geräusch? Was war das für ein technisches Gerät? Warum hat der Hund jetzt gebellt? Das kann ein Sehender nicht. Mhm. Weil er es hört, er sieht. Er sieht den Hund. Nur wenn er den Hund sieht, braucht er sich um den Hund nicht kümmern. Ja, mal als Beispiel. Mhm. Also die Wahrnehmung hat sich deutlich verschärft und ja, die anderen Sinne, mein Tastsinn, ich war 32 Jahre alt, als der Unfall passierte. Ich habe nie die Punktschrift gelernt. Das war dann damals schon zu spät, wenn die im höheren Alter die Hornhäute dann kommen und die Finger einfach ein bisschen ungelenk werden, ging die Punktschrift nie. Aber die Wahrnehmung, die hat sich deutlich geschärft und hat mir auch vieles, vieles leichter gemacht. Und Sie haben ja gesagt, es war ein total ausgefülltes Leben. Ja. Haben Sie ab und zu... Dann gab es Situationen, wo Sie doch Ihr Augenlicht vermisst haben in bestimmten Situationen, die Sie auch gerne sehend erlebt hätten? Ja, aber das sind auch wieder banale Sachen. Es gab Tage, wo man wach wird und man ist niedergeschlagen. Man weiß es nicht, man ist traurig und niedergeschlagen und die Familie spürt das. Die Frau sagt, was ist denn heute mit dir los? Und dann gibt es einige Dinge, ich sage das immer so gerne, ich habe über 35 Jahre, solange ich überhaupt nicht oder nur dieses 1% hatte, ich habe einfach keinen Nagel mehr in die Wand geschlagen. Weil das gelang mir als Blinder nicht. Und da hätte ich heulen können, da sind mir die Tränen gelaufen, wenn ich diesen blöden Nagel nicht in die Wand gekriegt habe. Mhm. Das habe ich nicht mehr gemacht. Mhm. Und diesen Konflikt bin ich aus dem Weg gegangen. Sie haben sehr viele Ärzte, sehr viele Kliniken konsultiert. Sie hatten auch schon verschiedene Versuche, Hornhauttransplantationen durchzuführen. Das hat lange Zeit immer wieder nicht geklappt. Haben Sie irgendwann die Hoffnung aufgegeben, wieder sehen zu können? Nein? Nein. Ich habe eine Pause gemacht nach der 4. Hornhautverpflanzung, die dann auch wieder misslang. Habe ich eine Pause gemacht. Aber es gibt Zeugen, Ohrenzeugen, die wirklich bezeugen können, dass ich gesagt habe, wenn ich 65 bin, dann kann ich wieder sehen. Das habe ich nicht ganz geschafft. Ich war 67. Aber ich möchte auch sagen, warum? Warum? Zu DDR-Zeit 1985 war die Medizin bei Weitem ja noch nicht so weit.
auch in der Augenheilkunde nicht, wie sie heute ist. Da liegen Welten dazwischen. Mhm. Und ich wusste damals, dass das körpereigene Immunsystem natürlich jeden Fremdkörper bekämpft. Und als junger Mensch hast du ein ganz anderes Immunsystem als ein älterer Mensch. Und da habe ich gedacht, je älter du wirst, desto schwächer wird dein Immunsystem. Und irgendwann akzeptiert dein blöder Körper mal diese neue Hornhaut. Und deswegen habe ich die Hoffnung eigentlich nie aufgegeben. Dann platzte im August 2020 ihre Hornhaut. Auf dem besseren Auge. Im besseren Auge. Das war ein Notfall, der für sie zum Glücksfall wurde. Ja. Sie bekamen nach einer neuen innovativen Methode eine neue Hornhaut transplantiert. Ja. Ja. Beschreiben Sie mal den Moment, als Sie nach der OP die Augenbandagen abgenommen bekommen haben. War da irgendwas anders als bei den anderen OPs, als nach den anderen OPs? Nee, also in dem Moment, nein, in dem Moment nicht. Ich bin, ich denke mal, um 12 aus dem OP gekommen. Nachmittags um 5 war der Professor dann noch mal im Zimmer mit dem Assistenzarzt der Station. Und hatte mir die Augenklappe abgenommen und schaute in das Auge und fragte, wie es mir geht, ob ich noch Schmerzen habe. Und ich konnte also im Grunde 5 Stunden nach dem Verlassen des OPs schon mehr erkennen, ich will nicht von Sehen sprechen, mehr erkennen, als es vorher der Fall war. Aber das war auch bei allen vorher vorangegangenen Hornhautverpflanzungen immer der Fall. So 2 bis 3 Wochen verbesserte sich das Sehen und dann kam die Abstoßreaktion. Und wie ging es diesmal weiter? Diesmal ging es weiter, dass ich am 5. Tag nach der OP entlassen wurde mit einem Sehrest von, oder einem Sehvermögen, so möchte ich es mal sagen, von 17%. Ich bin dann sehr engmaschig vom Chefarzt ambulant dann kontrolliert worden. Das Sehvermögen hat sich dann, ich glaube, Ende des Jahres 2020 auf 40% erhöht. Das war schon sensationell viel. Und es hat zu keinem Zeitpunkt auf dem rechten Auge in irgendeiner Form eine Abstoßreaktion gegeben. Das freut uns erstmal sehr zu hören. Jetzt muss man sagen, Sie haben ja betont, Sie hatten ein gutes Leben. Trotzdem war die Hoffnung immer da, noch mal zu sehen. Wir reden jetzt aber nicht über einen Zeitraum von 1-2 Jahren, den Sie nicht richtig wahrnehmen konnten mit Ihrem Augenlicht, sondern wir reden über 30, über einen Zeitraum von deutlich über 30 Jahren. Ja. Jetzt fragen wir uns, glaube ich, alle, wie war das, als Sie plötzlich wieder Dinge erkennen konnten, Gesichter, Natur, die Sie vorher nicht mehr erkennen konnten? Fantastisch, fantastisch. Ich denke, eine Woche nachdem ich aus dem Krankenhaus entlassen wurde, waren die Kinder und die Enkelkinder da. Die beiden Familien leben in Baden-Württemberg. Dort sind ja im August dann Sommerferien. Mhm. Und die waren bei ihren Eltern zu Hause. Und ich habe das so gesagt, ich konnte mich nicht satt sehen an den Gesichtern unserer Mädels, der Schwiegersöhne und der 4 Enkelkinder, die da im Haus am Tisch saßen. Und ich glaube, das war ihnen schon so peinlich, weil ich muss gestiert haben. Ich konnte mich nicht von den Gesichtern lösen. Das waren so die ersten Eindrücke. Und in der Natur, was mich, ja, ich weiß nicht, ob wann Sie das letzte Mal den Wolkenzug mal beobachtet haben. Ich bin bis heute noch erstaunt, was Wolken am Himmel für Formationen bilden können, wie schön sie sind, wie sie ziehen. Also das ist fantastisch. Oder ich beobachte den Flug eines Schmetterlings bei uns im Garten. Oder ich gehe an die sibirische Rose und beobachte die Hummel, die da drin nach Pollen sucht. Das waren, ja, ich sage, eigentlich bin ich das zweite Mal geboren worden durch das Leben. Wenn ich mir das so vorstelle, Ihre erste Ehe ist ja nach knapp 20 Jahren auseinandergegangen. Sie haben dann ein zweites Mal geheiratet, ja. Die Frau, mit der Sie auch heute noch zusammen sind, die übrigens auch heute hier ist. Erstmal herzlich willkommen. Ja? Als Sie zusammengekommen sind, war die Situation ja schon so, dass Sie 1% hatten. Wie war das denn zum ersten Mal plötzlich auch Ihre Frau zu sehen? Das ist eine ganz spannende Frage. Meine Frau war einen Tag nach der Operation, hat sie mich besucht. Wir haben 20 im August die Pandemie schon gehabt. In der Uniklinik in Halle waren ganz strenge Besucherregelungen. Es konnte also nur immer eine Person pro Tag kommen. Also sie hat mich dann am ersten Tag oder nach der Operation, am darauffolgenden Tag besuchen dürfen.
Und ich war so aufgeregt und ich habe ihr alles erzählt und alles. Guck mal, da ist die Uhr und da sind die Zeiger und das kann ich wieder sehen und das. Und dann war sie weg und habe ich gesagt, Reinhard, du hast nicht einmal gesagt, wie schön deine Frau ist. Und dann habe ich sie, wir haben jeden Abend telefoniert, jeden Abend. Und dann habe ich sie, am Abend haben wir dann wieder telefoniert. Und bevor überhaupt das Gespräch losging, ich sage, Martina, du bist für mich die schönste Frau der Welt. Jetzt frage ich mich, muss sagen, ich hab noch nie mit jemandem geredet, der das erlebt hat. Sie haben ja nach über 30 Jahren, haben Sie auch die Welt wieder neu entdeckt? Weil ich überlege jetzt zum Beispiel, Smartphones, plötzlich haben Sie ja dann zum ersten Mal ein Smartphone auch wirklich ansehen können zum Beispiel. Oder Angela Merkel war 16 Jahre Bundeskanzlerin. Haben Sie dann zum ersten Mal auch gesehen, wie sie aussieht? Ja, ja? Ja, bei Angela Merkel ja. Mit dem Smartphone habe ich das nicht so empfunden. Ja. Aber was für mich interessant war oder auch vielleicht für Sie mal zum Nachdenken anregt, als ich erblindete, wurde an den Tankstellen selber getankt. Da gab es keine Automaten. Da kam der Tankwart zu den Zeiten. Ja. Da gab es keine Automaten. EC-Karten. Ja. Kreditkarten zu DDR-Zeiten? Never. Ja. Nein, niemals. Das alles habe ich wirklich im Grunde jetzt nach dem August 2020 wieder kennengelernt. Und heute bin ich stolz wie Bolle, wenn meine Frau mit mir an die Tankstelle fährt und sagt, und du tankst jetzt das Auto. Und dann tanke ich das Auto und dann bin ich so stolz und so glücklich. Ja. Wahnsinn. Würden Sie denn sagen, Sie haben sich durch das alles verändert? Hat sich auch in der Beziehung zu anderen Menschen was verändert? Man soll ja nicht so über sich selber sprechen, aber ich bin erstaunt. Es gibt, ich will nicht sagen viele Menschen, aber einige Menschen, die mir sehr nahe stehen, nicht nur Familie, die sagen, Reinhard, du hast dein Wesen verändert, du strahlst heute, du hast einen ganz anderen Gesichtsausdruck, deine Augen sehen anders aus, du hast eine andere Körpersprache, da muss also wirklich was dran sein. Man selber merkt es vielleicht gar nicht so sehr. Sie hatten ja teilweise, zumindest vorübergehend sogar, eine Sehkraft von 60%, mal kurz. Ja, ganz, ganz kurz, ja. Das ist jetzt wieder etwas zurückgegangen. Ja. Haben Sie die Sorge, dass es weiter zurückgeht? Nein. Dieses Rückgehen der Sehleistung hat eine Ursache. Es hat sich auf dem Auge, auf beiden Augen, hat sich ein Nachstar gebildet. Ich werde jetzt am 11. Oktober nochmal in die Augenklinik gehen, werde dort operiert. Das ist ein sehr kleiner, ein sehr kurzer Eingriff. Und auf dem rechten Auge wird der Nachstar dort entfernt, mechanisch entfernt. Und der Professor, den ich über alle Maßen schätze, und ich möchte das auch hier heute mal sagen, er ist der persönliche Held meines Lebens geworden. Mhm. Der Professor hat mir nicht zugesichert, das kann er nicht, hat aber gesagt, Herr Menzel, ich bin relativ sicher, dass Sie die 40% wieder erreichen werden. Alles in allem, das möchte ich auch heute sagen, ist eine Abstoßreaktion immer möglich. Der Professor spricht von einem Zeitraum von etwa 5 Jahren, wo man danach dann gesichert sagen kann, dass das Transplantat nicht mehr abgestoßen wird. Die Methode, die er verwendet oder die er als einziger, denke ich, überhaupt in der Bundesrepublik praktiziert, die hat er erst 2017 oder 2018 begonnen. Er hat mittlerweile etwa 50 Menschen auf diese Art und Weise operiert. Eine Erfolgsquote von 70%, also auch fantastisch. Deswegen sage ich, es kann alles passieren, sowohl im Guten, was ich natürlich sehr hoffe, aber auch im Negativen, dass es nochmal eine Absturzreaktion gibt. Aber der Professor hat nicht nur Plan A und Plan B, der hat auch schon C und D. Und selbst wenn es vorübergehend weniger werden würde, würden Sie sagen, das, was ich gesehen habe, im wahrsten Sinne des Wortes, war ein Geschenk, das mir keiner mehr nehmen kann? Voll und ganz. Dann, glaube ich, hoffen wir alle auf Plan A. Und wenn der nicht klappt, auf Plan B, C oder D. Auf jeden Fall hoffen wir für Sie, dass Sie die Welt in dem Farbenreichtum, wie sie da ist, auch weiter genießen können. Dass Sie Ihre Frau, die schönste Frau der Welt, weiter ansehen können. Und ich glaube, Sie haben uns allen mitgegeben, dass wir ab und zu mal nach oben gucken, wie die Wolken vorbeiziehen. Vielen Dank.
Jasmin und Frank Lenz, es heißt ja, wenige Sekunden entscheiden manchmal darüber, ob man sich mag oder nicht. Herr Lenz, wenn Sie an Ihre erste Begegnung denken, wie haben Sie das in Erinnerung, die ersten Momente? Ja, ich dachte mir, die Jasmin ist ein ganz schön freches Ding. Frech. Und hübsch. Ja. Und so hat es sich halt ergeben, dass wir auf einer Geburtstagsparty von einer Bekannten, die uns beide eingeladen hat, halt dann auch näher gekommen sind, indem wir also in der Gruppe so diskutiert haben, wie halt das so in den 70ern so üblich war. Und sie halt immer mit Kommentaren kam und da bei mir so auf einen Punkt gestoßen ist, wo ich ihr dann natürlich wieder anständig Kontra geben wollte. Und so ergab eins das andere. Und umgekehrt, wie war Ihr Eindruck? Ja, sie war ja... Er hat gedacht, er ist der Größte, sagen wir mal so. Das ist ja ein guter Einstieg. Haben Sie ihr denn noch am ersten Abend auch zu verstehen gegeben, dass da eine Sympathie da ist, Ihrerseits? Ja. Wie denn? Ja, die Party ging irgendwann zu Ende. Wir mussten nach Hause gehen und wir hatten so zum Teil denselben Weg. Und irgendwann habe ich halt dann so beim Gehen gedacht, naja, hübsch, sie gefällt mir ja eigentlich. Ne? Ja, doch ein nettes Mädchen. Und dann habe ich irgendwann mal meine Hand um sie gelegt und gesagt, na, darf ich dich schon in den Arm nehmen? Ne? Also. Ja, und sie hatte nichts dagegen. Ja, dann waren wir halt irgendwann bei der Freundin vorm Haus gestanden und na, was machen wir jetzt? Und dann hat er gesagt, na, wir könnten uns schon mal irgendwann wiedersehen. Und was auch dafür. Ja, dann haben wir gedacht, das musst du einfach mal küssen. Ne? Ja, und das war der Moment, wo wir dann ein Paar waren. Ja. Also, so ganz. Wie kam das dann an? War er dann der Größte in Tatsache? Oder? Ja, ja? Er war auch mein Erster. Es war jetzt auch überhaupt küssen und sonstiges. Er war überhaupt der Erste und dann bist du natürlich irgendwo... Mhm. Oh Gott, was machst du, Hund? Was hat denn da gepasst zwischen Ihnen? Vielleicht, dass wir uns beide gegenseitig rausgeben, dass nicht irgendeiner sich duckt oder sonstiges. Mhm. Mhm. Sie sind dann auch, ich glaube, mit 15, 16 schwanger geworden? Mit 16. Mit 16. Früh. Das war mein Geburtstagsgeschenk. Geburtstagsgeschenk. Wie haben Sie das aufgenommen damals? Ja, erst waren wir schon ein bisschen erschrocken, ja. Ja, das ist jetzt was, sie 16, ich 19, war schon relativ eng, oder dann war ich schon 20, ja. Und war halt doch ein bisschen früh und nicht geplant, und was machen wir jetzt? Ne? Und dann haben wir halt hin und her überlegt gemeinsam, und dann haben wir gesagt, naja, wir zwei lieben uns, Kind ist jetzt unterwegs, also werden wir halt eine Familie gründen. Wir haben gerade auch ein Foto gesehen, das sie so als ganz junges Paar zeigt mit dem Kind. Wenige Monate später haben sie dann aber Jasmin verlassen. Warum? Ja, da war das Kind ein halbes Jahr alt. Also unsere Tochter war da ein halbes Jahr alt. Und die ganze Geschichte ist nicht so verlaufen, wie man sich das vorgestellt oder vorher vorstellt. Also wie Sie sich das vorgestellt? Anders gelaufen. Ja, wir haben uns das halt so in Harmonie und schön und fein, aber war halt nicht so. Wenn man das halt als junger Mensch so blauäugig und ohne Erfahrung sich das so vorstellt. Und das war halt dann nicht so. Wir hatten dann verschiedene Ansichten, was jetzt das Kind betrifft und hin und da. Und es hat eins ergibt das andere. Und irgendwann dachte ich mir, naja, doch nicht so schön, wie man das sich vorstellt am Anfang. Und das hat er so, ja, hat er so ein bisschen, ich meine, so eine Krise oder so, also Krise, oder so, ja, so Krisellen, so unterschwellige Krise. Irgendwann habe ich gedacht, ja, ob ich das jetzt so wirklich so will, ob das wirklich so ist. Also ich habe praktisch an mir selbst gezweifelt und an der Beziehung und so weiter. Und dann kam halt die Schwester eines Freundes und die hat mir dann schöne Augen gemacht. Und das war dann so der Moment, wo ich dann gesagt habe, naja, ist vielleicht doch besser, wenn wir uns trennen. Und ich habe natürlich dann auch nicht weiter gedacht damals. Ne? Aber wie gesagt. Und Sie standen dann da. Wie war das für Sie wie vor den Kopf gestoßen oder wie war das damals? Es war wie vor den Kopf gestoßen, ja. Und
Ich sage immer eins, Liebe und Hass sind ganz nah beieinander und ich habe ihn gehasst. Mhm. Also richtig gehasst. Richtig gehasst. Und hatten Sie dann danach, als er Sie verlassen hat, in dieser Situation, ein paar Monate nachdem Ihr Kind geboren war, hatten Sie danach dann noch Kontakt? Nein, er war kurz mit seiner neuen Freundin bei mir, hat gesagt, ach ja, nächstes Wochenende holen wir die Kleine. Und das war dann für mich so, der möchte mir mein Kind wegnehmen. Und dann war die Tür dazu. Hm. Dann hat er sie nicht mehr gesehen. Das heißt, es gab dann erstmal zwischen Ihnen gar keinen Kontakt Nein. mehr. Wann sind Sie sich dann wieder, wann haben sich Ihre Wege wieder gekreuzt? Ich habe dann, wann habe ich geheiratet? 79 habe ich dann geheiratet, mhm. neuen Mann gefunden und auch ein Kind bekommen und alles. Sie sind auch, haben auch geheiratet, drei Jahre Vater ja. geworden. Mhm. Oder Kinder, ja. Und dann war da auch die Trennung nach 10 Jahren und dann habe ich gesagt, naja gut. Vorher habe ich es dem Kind nicht gesagt, weil ich gesagt habe, du hast da einen Papa und der hat es ja auch geliebt über alles. Mhm. Kann ich sagen, da hast du einen Papa und da hast du einen Papa, es geht nicht. Zu meinem Stiefvater von ihr konnte sie aber dann nicht, weil da hat sie dann Unruhe reingebracht, weil sie natürlich da rumgehetzt hat und so, sie lässt sich auch nicht viel gefallen. Mhm. Und dann war da ein Problem, schaut von dir. Und dann war da das Problem eben, dann habe ich gesagt, jetzt muss ich es ihr mal sagen oder nicht ihr sagen, jetzt nehme ich mal Kontakt mit ihm auf. Und habe dann, ich habe ja durchs Jugendamt immer gewusst, wo er wohnt. Mhm. Ich habe ja alles gewusst, was er nicht wusste. Mhm. Und dann habe ich eben da mal angerufen und habe gesagt, also zuerst war eben seine Frau dran, die ich erkannte. Ich habe gesagt, ich möchte ihm eben sprechen und so. Und dann habe ich ihm gesagt, wir könnten uns treffen. Ich möchte aber nicht, dass du sagst, wer du bist. Ich möchte erst das Kind langsam darauf vorbereiten. Also sie sollen nicht gleich irgendeine auf den Kopf kriegen, sondern dann haben wir uns so getroffen. Das war ja ein Jahrzehnt später. Sie hatten sich dazwischen nicht gesehen. Nein. Wo haben Sie sich dann verabredet? Es geht ja ums Wiedersehen heute. In Pasing. In Pasing. Und beschreiben Sie mal die Situation. Waren Sie aufgeregt vorher? Also ich war aufgeregt, wie er ausschaut. Ich wusste ja nicht, wie er ausschaut und wie er ist. Also er hat nur am Telefon zugesagt, dass er alles macht. Und du warst, glaube ich, aufgeregt, dass du deine Tochter siehst. Ja, ich habe sie ja 9 Jahre nicht gesehen. Also das letzte Mal habe ich gesehen, da war sie ein halbes Jahr alt. Da war sie also 9,5. Und war natürlich wahnsinnig aufgeregt und war auch gespannt, wie schaut das Kind aus. Ist mir ähnlich, ist mir ihr ähnlich. Ist sie groß, ist sie klein, ist sie dick, ist sie dünn, was man sich. Also geht halt alles Mögliche durch den Kopf. Und war sehr aufgeregt und ich neige immer dazu, gerne ein bisschen zu, oder damals habe ich immer dazu geneigt, gerne ein bisschen zu spät zu kommen, aber da glaube ich war eine halbe Stunde früher. Ne? Halbe Stunde früher? Mhm. Ja, ja, darf er nicht zu spät kommen. Ne? Und dann war ich immer, war ich ja ganz nervös, bin da immer in dem Pasinger Bahnhof rumgelaufen. Und irgendwann höre ich dann oben da Kinder und eine Frau reden und habe genau zugehört und denke, habe es an der Stimme erkannt, weil ich ja, Tage vorher mit ihr telefoniert habe. Dann habe ich gesagt, nein, jetzt sind sie da, jetzt gehst du mal hoch. Und ja, das war schon ein Wahnsinnsgefühl. Ihre ja. Tochter zu? Ja, ich kann mir das so vorstellen, wie jetzt du mit deinen Brüdern, oder sie mit ihren Brüdern, oder sie mit ihren Eltern. Ungefähr so eine unheimliche Anspannung, und die sich dann so ganz plötzlich löst. Dann so, jetzt ist es soweit. Und war schon schön. Und haben Sie, man sucht ja dann vielleicht auch manchmal, wie Sie sagen, wie sieht sie aus? Hat sie eine Ähnlichkeit? Ja. Wie war das, als Sie sie dann gesehen haben? Ja, ich kann nur sagen, das war ein unheimlich schönes Gefühl. Also ein hübsches Mädchen. Und wie war das zwischen Ihnen? Sie hatten sich ja auch die ganze Zeit nicht gesehen. Wie war der Kontakt zwischen Ihnen? Waren Sie noch sauer richtig auf ihn? Wütend? Nein? Obwohl Sie ja Grund dazu hatten. Ich bin eigentlich nie lange wütend. Ah, ja. Also kann dann auch verzeihen und so, also es war jetzt nicht das. Mhm. Sie hatte auch 9 Jahre Zeit, sich abzukühlen. Und dann, wie war das miteinander? Ganz normal, also wir haben uns ganz neutral gegeneinander verhalten, wir konnten es auch, das war kein Hass oder keine Bitterkeit von irgendjemand da, das hat sich im Laufe der 9 Jahre verflüchtigt. Und wie war das, wie hat Ihre Tochter dann erfahren, dass Sie der Vater sind? Also wir haben uns öfter getroffen dann, und wir sind halt mit den Kindern, also mit beiden Kindern von ihr, sind wir dann mal zum Schwimmen gefahren oder mal sonst irgendwas. Und
irgendwann war das Kind halt dann bei mir, unsere Tochter. Und sie hat sich sehr gut mit meiner nächsten Tochter verstanden, die 2 Jahre jünger ist wie sie. Und irgendwann, also ich war mit meiner Frau in der Küche und die Mädchen waren im Wohnzimmer und ich wollte irgendwas von den Mädchen haben oder wollte es zum Essen holen und gehe von der Küche ins Wohnzimmer und die Wohnzimmertür war nur angelehnt und dann höre ich die beiden miteinander tuscheln und dann sagt die Melanie zu Michaela, also das heißt die andere Tochter, sagt, stell dir vor, und da habe ich dann in meinem Taufbuch, mein Taufbuch gefunden und habe da reingeschaut und stell dir mal vor, da steht doch drin, mein Vater ist der Frank Lenz. Und dann stehe ich erst mal da, so wie vom Blitz getroffen. Tja, Mensch, was machst du jetzt? Du musst jetzt irgendwie aus der Situation raus. Und dann habe ich die Tür aufgemacht, habe gesagt, so, und wer findet ihr beide das jetzt? Dann schauen sie mir an, so, wir befinden uns ganz gut. Dann war die Sache erledigt. Dann war ich jetzt wie Vater und fertig. Man spürt richtig, wie sie das immer noch so auffühlt. Erstmal vielen Dank, dass Sie uns so teilhaben lassen. Also wirklich. Und man muss dazu sagen, Sie hatten ja dann auch weiter Kontakt, auch über Ihre Tochter, haben sich häufiger getroffen. Aber dann, wir haben heute schon mal über Pubertät gesprochen, dann ist sie ja irgendwann ihre eigenen Wege gegangen. Und darüber hat sich der Kontakt zu Ihrer Tochter dann verflüchtigt und auch Ihr Kontakt. Ja. Und dann am 30. Geburtstag Ihrer Tochter, also wieder viele Jahre später, haben Sie sich dann zum ersten Mal wieder gesehen, haben Sie zusammen gefeiert? Ja, sie wollte alle Familienmitglieder haben. Also hat gesagt, sie möchte alle haben. Und wir hatten ja nie einen Streit. Von dem her hatte ich kein Problem, dahin zu gehen und er auch nicht. Ja. Und gut, wir saßen dann nebeneinander. Also meine Schwester war auch dabei. Und es war schon irgendwie so eingefädelt. Und auf jeden Fall waren seine Enkelkinder damals, jetzt sind ja alles unsere, aber damals waren es erst mal seine, die zwei, die waren gegenüber gehockt. Ich durfte sie sowieso nicht anschauen. Immer wenn ich hingeschaut habe, haben sie Nein gesagt. Dann war das Sache für mich erledigt. So, ich muss sie nicht haben. Und auf jeden Fall hat irgendeiner einen Schnuller runtergeschmissen. Und der liebe Opa ist natürlich unter den Tisch und hat den aufgehoben. Und was macht er dann wieder mit seinem frechen Mundwerk? Er setzt sich vor mich, kniet sich hin und sagt, schau, jetzt knie ich schon wieder vor dir. Habe ich gesagt, super. Hat es da schon geknistert, so ein bisschen? Nein, da hat es noch nicht geknistert. Aha. Aber haben Sie trotzdem versucht, den Kontakt dann zu halten, wenn Sie sich schon da so vor Sie gekniet haben? Er hat angefangen. Ja, er war's. Er war's. Ja, sind Sie dran geblieben? Ich habe auch aufgehoben. Frauen merken sich sowas besser wie Männer. Und habe ich halt eine E-Mail geschrieben und da meine Gedanken zu Papier oder niedergeschrieben und ihr geschickt und. Ja, und dann ging das so weiter. Dann ging das so, da kam halt Antwort und dann so ein bisschen hin und her ge-E-Mailt und naja. Und irgendwann ist dann glaube ich, Ihre Schwester umgezogen und Sie waren bei der Renovierung dabei. Und was ist dann passiert? Gab es irgendwann so einen Moment, wo Sie gemerkt haben, aha, da. Es kam schon bei den E-Mails. Also es ging ja dann eine E-Mail immer. Ich glaube, wir haben jeden Tag 2, 3 geschrieben, also er und ich. Und also da hast du Schmetterlinge dann schon irgendwo gehabt. Ich habe mal, also ich habe ja auch einen Sport, den ich treibe. Von dem Sport, das habe ich meine Schwester angerufen und gesagt, du, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Sagt sie, sag bloß, du hast dich verliebt. Und sagen, ja, so kann man sagen. Und er hatte ja vorher schon Kontakt mit meiner Schwester, er hat vorher schon geholfen. Und dann hat sie uns beide zum Renovieren eingeladen. Also er kam dann auch und ich war dann auch da und dachte, okay. Bin aber vorbei, wie es sich halt brav gehört. Also. Und dann? Und dann kannst du erzählen. Ja, da haben wir dann eben Tapeten runtergemacht und Müll rausgetragen und da sind wir uns immer wieder mal im Gang begegnet. Ne? Und irgendwie denke ich mir, was machst du jetzt? Ne? Jetzt sind wir endlich beieinander und haben keine Möglichkeit miteinander zu reden. Und immer hin, immer her. Und irgendwann, wenn wir uns wieder im Gang begegnet sind, habe ich ihr im Vorbeigehen schnell einmal so einen flüchtigen Kuss gegeben und bin weitergegangen. Wie halt beim ersten Mal auch, da war es auch der Kuss. Ne? Und dann, wie ich dann wieder reinkam, stand sie immer noch ganz verdattert an derselben Stelle wie angewurzelt. Und dann habe ich sie halt nochmal geküsst und dann war die Sache klar zwischen uns. Schön zu hören.
Also ich finde das schon toll zu sehen, dass das alles wieder da war und immer noch da war. Ich meine, sowas kann ja auch total anders laufen. Ne? Man verabredet sich nach 20 Jahren und denkt sich, oh Gott, wie sieht der aus? Wie ist der drauf oder die? Ja, und wie konnte ich mich nur verlieben? Also es gibt ja da alle Möglichkeiten, oder? Ja, also gerade, dass man sich in die gleiche Richtung entwickelt, wenn man sich so jung das erste Mal kennengelernt hat und dann sich wiederfindet. Das ist wirklich erstaunlich einerseits und andererseits lernt man eben dazu. Also diese Jugendfehler, warum die Beziehung auseinandergegangen ist, die sind wahrscheinlich schon überwunden gewesen und wir entwickeln uns und zum Glück werden wir oft zu besseren Menschen und dann passt es auch besser und die Beziehungsfähigkeit nimmt da zu und man hat dann gelernt, man weiß auch, was man am anderen hat. Also da sind einem dann danach andere begegnet, da weiß man, der Rasen auf der anderen Seite auch nicht grüner als das, was ich schon mal hatte. Und dann eben diese Vertrautheit. Man hat eine so lange Geschichte zusammen und das kann wirklich sehr verbinden. Also es ist ja eine unglaubliche Geschichte und ein Paar besteht eben auch aus so einer gemeinsamen Geschichte und die ist hier eben besonders stark. Ich meine, Sie haben sich da ja wieder getroffen, da waren Sie so Mitte, Ende 40. Was haben Sie denn aneinander erkannt? Was hatte sich verändert? Was war immer noch so wie damals? Wie würden Sie das beschreiben? Wir sind beide älter und reifer geworden. Mhm. Aber wir sind irgendwie jung geblieben, innerlich. Also Geist ist jung geblieben. Sie ist immer noch genauso frech wie früher. Ich lasse mir nur nichts gefallen. Gibt es auch noch Marotten, die sich nicht verändert haben? Ja, bei Ihnen auf jeden Fall. Er möchte immer noch der selbstbewusste, starke sein, der alles zu sagen hat. Und beißt er manchmal leider auf Granit. Immer. In welcher Situation hat denn dann Melanie ihre gemeinsame Tochter erfahren, dass sich da wieder was anbahnt oder dass sie zusammen sind? Also, erst haben meine Kinder erfahren, also meine anderen Kinder. Ja. Und habe immer gesagt, sagt es aber nichts der Melanie, weil das möchten wir ihr selber sagen. Weil es betrifft uns, ist unser Kind und wir wollen es ihr selber sagen. Und wir haben dann, oder Jasmin hat dann einen Termin ausgemacht, dass man sich zum Kaffee trifft, also sie sich mit ihr. Und ich wusste Bescheid, ich war ja eingeweiht und dann war die Melanie schon im Café und irgendwann sind dann wir gekommen, Händchen haltend. Und wie es das gesehen hat, da ist erst einmal wirklich der Mund runtergefallen und sagt, euch beide kann man allein lassen. Und dann war es also erst einmal... Kann man nicht allein lassen, meinte sie. Nein, sie hat gesagt, euch beide kann man allein lassen. So in dem sarkastischen Unterton, dass man das eben nicht kann. Mhm. Aber sie war so hin und her gerissen zwischen Freude und verblüfft, weil wir so hin und her waren, ich beide. Und sagt, alle meine Freunde, die Eltern aller meiner Freunde gehen auseinander, lassen sich scheiden und ihr beiden kommt zusammen. Das ist schon eine verrückte Welt irgendwie. Mhm. Also sie war da schon sehr erstaunt, also sie war sehr erfreut. Und was würden Sie sagen, schenkt es Ihrer Liebe vielleicht auch? Welche Bedeutung hat es für Sie, dass Sie sich eben schon kannten und geliebt haben, als Sie noch jugendlich waren? Ich weiß nicht, ob das mit dem Jugendlichen zusammentut. Ja. Ich habe mich ja ein zweites Mal verliebt in ihn. Ja. Das hat ja nichts mit dem ersten Mal zu tun. Ist das so? Er war für mich eigentlich nicht mehr dieser junge Bursche, sondern er war ja ein Mann für mich. Und einer, der auf einmal Briefe schreiben konnte, wie ein Narrischer und alles. Das war also irgendwie anders. Nochmal ganz neu. Und bei Ihnen? Ja, was war da? Ja, wie gesagt, sie hat sich ja vom Wesen her nicht verändert. Mhm. Ist natürlich auch reifer geworden, selbstbewusster als damals. Und auch wenn ich selbstbewusste Frauen schätze. Tauschen Sie sich häufiger mal aus über Geschichten von damals, weißt du noch, als wir, ich weiß nicht was, 15, 19 irgendwie waren? Ja, doch, kommt waren. Schon immer wieder mal was hoch. Ja. Das ist und das so. Verbindet das? Ist das dann so ein Sockel, wo man auch stolz drauf ist, weil das eben wenig andere haben, so eine Geschichte wie Ihre? Für uns ist es ja Normalität. Mhm. Also kann man sagen, das ist jetzt was Besonderes. Mhm.
Ich darf vielleicht sagen, Sie haben auch Erfahrung in den... Ja, lustigerweise. Ich habe fast dieselbe Geschichte. Ich habe meine Jugendliebe auch wieder getroffen nach 23 Jahren und bin jetzt seit 10 Jahren mit ihm glücklich. Und wir waren auch zwischendurch andersweitig verbandelt. Und bei uns ist das wirklich diese... Auch wir sind auch sehr eng zusammen groß geworden. Das ist immer etwas, was... verbindet, also die Orte, die Platte, das Schwimmbad und die Kneipe und wo so die Jugend anfing und das alles ganz aufregend war. Und das bleibt vor allem auch, er hat die ganzen Jahre zu den alten Freunden dieser Jugendklique den Kontakt gehalten und die dann auch wiederzusehen nach 23 Jahren, das war für mich ganz verrückt, was aus denen geworden ist. Und da war es auch ähnlich. Wir kamen wieder zusammen, während sich die anderen alle gerade trennten oder die Ehen in eine Krise gerieten. Und dieses sich als Jugendliche gekannt zu haben, diese alten Geschichten gekannt zu haben, auch dieses sehr prägende Umfeld bei uns, das trägt total. Es hat schon eine eigene Magie. Eine ganz eigene Magie, ja. Auch wir haben Fotos von uns in blutjung und auf irgendwelchen wilden Partys. Ja. Und das verbindet schon sehr. Also auch die Eltern noch früher gekannt zu haben, und so weiter. Ja. Man hat gemerkt, wie viel Schmerz da am Anfang war, der immer noch auch ein bisschen da ist. Aber es ist schön, dass sie sich gefunden haben und hier so miteinander sitzen. Und sei es eine neue Liebe oder die alte wieder entstanden ist, auf jeden Fall schön, Sie so als liebendes Paar hier zu haben. Vielen Dank. Danke. Vom Glück des Wiedersehens. Vielen Dank übrigens auch an alle anderen Gäste hier. Auch da nochmal einen Applaus. Genau. Wir sehen uns wieder in einer Woche. Dann nochmal mit der Sendung Wie will ich leben? Bis zum nächsten Freitag in Ihrem Nachtcafé. Es ist schön, zurück zu sein. Bis dann.